Easycarp Le Petit 2024. Kirovets macht sich bereit. Das ist der einzige V12 im Starterfeld. Auf den dritten, auf den Motor, dann warten wir noch. Mal gucken, wann der reinkommt. 22, komm mal, für die Hubraum, 2700 Motorumdrehungen. Zwei HX60 Turbolader pro Bank, einen sozusagen, die das Ganze aufladen. 3 Bar Ladedruck. Das ist phänomenale Leistung. Mal gucken, was der Dirk macht. In letzter Zeit hat er ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Gerade zum Saisonstart. Immer gut loszukommen, weil er die Klinke überlisten muss beim Schalten und Anfahren. Und jetzt ist er mittlerweile ja gut trainiert und dann sollte das Ganze hier gelingen. Und es ist angerichtet. Dirk Team vom Pulling Team Team K701 ebenfalls. 1000 Wettkampf PS V12, 22,4 Liter Hubraum. Die Bestmeterzahl 94,91 bisher. Da geht der Leon drüber. Der Leon geht über die 76,03. Thank you.
mit dem letzten Stollenumfang. Rösten sich da rein. Auf Glück. So, jetzt würde ich sagen, der erste ist fast ausgesiebt. 76, 46. 76, 46. Ich hätte gedacht, Sebastian, der René schafft es nicht, die Tiger Tom zum Stehen zu kriegen. Aber tatsächlich. Jungs aus der Nähe von Mainburg oder aus Mainburg, die legen jetzt einen vor. Ich bin der Meinung, die sind mein Favorit heute. Für den Kasi Cup Tagessieg. 1000 Wettkampf PS, ich hab's gesagt, KX80 Turbolader. 2900 Motorumdrehungen. Das Ganze mit 3,5 Bar Ladedruck, 30 km/h Drehzahl, 14 Gewicht. Es geht los, stechen. Es geht um den Tagessieg im Kasi Cup. Ui, ui. Aber der Alex, bisschen aufgeregt. Anzeige geht auf Null. Auf geht's, Alexander Jacewski! Wir fahren Floating Finish, das heißt fliegende Ziellinie. Es geht auf Meter und da hat Alex schon wieder rausgehauen. Haube geht auf, kleiner Kontrollgang. Und auf Bahn 1, bitte die Ultimate Klasse 3 am kleinen Bremswagen zum Start. Finja Kleinschmidt, Leon Polak, Jimmy Jacobs, Steffen Balke, Andreas Zäbel, Matthias Jagi, Dietrich Bude, Matthias Hase und Detlef Stambor. Ultimer Klasse 3, bitte zum Start. Finja Kleinschmidt, Leon Polak, Jimmy Marco. Damit ist klar. Ich hab's vermutet. Alex wird heute schwer zu schlagen sein. Der geht auf 4-1. Auch da machen wir dann Siegerehrung. Der Druck fährt oben in die kleine Wendeschleife rein. Kommt dann zurück. Ihn haben wir gesehen. Die Klassifizierung ist auch klar. Platz 1 Alexander Jacewski. Platz 2 gerade gesehen, Dirk Thiem. Platz 3 gesehen, auch. Der kommt noch einmal auf die Bahn für eine Schubrunde von Monat. Und die Jungs, dann kommt das. Alexander Jacewski, wir sind hier auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du das auf jeden Fall.
Das ist bei der Reihe. Wie ist mit dem Klassen heißen.